Schaffst du das überhaupt, Baby? Ja, geht schon. Boah, das schmeckt schon wieder übel. Ich glaube, ehrlich gesagt, wir kommen mit den Säcken nicht allzu weit. Also, das soll mal die Wohnküche werden. Und jetzt machen wir den Boden. Hier kommt das Küchen-U hin. Also so eine freistehende Theke. Da drüben ist die Kochnische. Da haben wir auch schon Elektrik. Als wir das Haus gekauft hatten, letztes Jahr, Ende April, hatten wir gedacht, wir fahren immer so am Wochenende hier raus und bauen ein bisschen. Ja, dann, das haben wir 3-4 Wochen lang gemacht. Und dann haben wir festgestellt, das wird so nichts. Wir müssen auch wirklich dann den Schritt machen und hierher ziehen und jeden Tag hier arbeiten. Ich habe keine handwerkliche Vorbildung. Also ich bin Schauspieler, ich kann gar nichts. Also, ich bin Maskenbildnerin und ja, ich kann Perücken knüpfen. Gipsen kann ich ein bisschen, aber ich kann so tun, als ob. Genau. Ja, da, darin bin ich richtig verkaufen. Gut. Ja, man muss sich motivieren. Ja, weil sonst wird man sehr schnell deprimiert. Weil sonst würden wir auch erkennen, dass wir eigentlich nicht in der Lage sind, sowas zu machen. Und das können wir uns ja nicht eingestehen, weil dieses Projekt kann es nicht scheitern. Es darf ja nicht scheitern. Sonst hat der Bela kein Zuhause. Der Bela ist hier unser Baby. Ja, wir bekommen Zuwachs im Hause Kleine. Im September. Geburtstermin ist 11. September. Ein kleiner Terrorist. Und deshalb müssen wir halt rechtzeitig fertig sein. Jetzt kannst du hier. Ich habe schon so ein bisschen den Druck, dass es fertig werden muss. Also diesen Nestbautrieb oder so, das schon. Wir haben dieses Haus gesehen und haben gedacht, boah, das ist ja, dass das verfällt, das darf nicht sein. Wir müssen es retten. War schon ein romantischer Gedanke. Ja. Also, wenn man diesen Hof von außen sieht, von vorne, das sieht ja nicht aus wie ein Bauernhof. Also das ist ja eher so ein Minischloss. Also es könnte auch Harry Potter gehören. So, das ist unser zukünftiges Schlafzimmer. Muss jetzt noch verputzt werden. Der Boden abgeschliffen werden und dann ist es eigentlich schon fertig. Hier kommt unser Badezimmer hin. Diesen Boden müssen wir morgen ganz rausnehmen, weil da ist auch nichts. Da geht es dann durch zur Küche nach unten. Ja, hier ist unser Schlafzimmer gerade. So der einzige Raum, in dem es einigermaßen staubfrei ist. Also einigermaßen, also auch nicht wirklich. Ja, und hier draußen ist unser herrschaftlicher Balkon. Genau gegenüber vom Kirchenportal. Das ist schon eine krasse Lage hier. Hier im wunderschönen Havelland, Rino, 70 Kilometer von Berlin. Hallo, liebes Rino. Irgendwas fehlt immer und ausnahmsweise ist es mal sofort zu finden. Die Kellen? Nee, die Schaufel. Ah doch, die liegt auf dem Sack.
Die liegt auf dem Sack. Das ist jetzt allerfeinster Putz. Einfach nur Lehm. Neben der Elbe geerntet. Das ist ja ein Vierseitenhof. Das ist ein riesiges Grundstück mit fast 1000 Quadratmeter überdachter Fläche. Das ist ein Fulltime-Projekt. Echt interessant, dass seit Hunderten von Jahren mit Lehm gebaut wird und auch im 21. Jahrhundert die Eimer nicht leichter geworden sind. So ein Sack, so ein Big Bag, erdfeuchter Lehm, was kostet die? 160, 170 Euro? Richtig viel Kohle, die wir nicht haben. Seit wir dieses Haus an der Backe haben, sind wir dauerpleite. Und ich habe auch langsam das Gefühl, es ist egal, wie viel Geld man verdient, weil du kannst auch 20.000 im Monat verdienen und bist trotzdem pleite, weil die kannst du hier sofort drin versenken und man wird es nicht mal sehen. Probieren wir mal. Mehr als schief gehen kann es nicht. Sieht auch gut aus. Das sieht super aus. Ich bin eigentlich auch jemand, der anpackt, weil ich das eigentlich gewohnt bin, auch mir mal so einen Sack über die Schulter zu schmeißen oder sowas. Das darf ich jetzt halt nicht mehr. Ich musste Flo halt immer mal auch noch arbeiten gehen und wir sind ja so eigentlich hauptsächlich zu zweit. Ich kann nicht mehr so viel machen, weil ich ja nicht mehr so schwer heben darf. Und ja, dann ist er halt so manchmal bei so gewissen Arbeiten auf sich gestellt. Und das hat uns halt so ein bisschen zurückgeworfen. Na? Ich habe gerade irgendwie ein bisschen Schweißausbrüche. Wenn ich das sehe, so. Wir gucken uns jetzt so einen Geburtsvorbereitungskurs an. Es gibt hier nicht wirklich einen Geburtsvorbereitungskurs, weil wir halt so ländlich sind. In Rathenow gab es mal so eine Geburtsklinik, aber die hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr zugemacht, weil die Hebammenmangel haben. Am Ende der Austreibungsphase. Beckenmitte ist die engste Stelle des Beckens. Das ist so ein bisschen Point of No Return. Wenn es da drin ist, muss es auch durch und raus. Die machen das auch sehr lustig, muss man dazu sagen. Ja, die machen das schon lustig. Ja, ja. Also man kann sich das, glaube ich, erst vorstellen, wenn es soweit ist. So ist es. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man sich das vorstellen kann. Ich könnte mir auch vor dem Haus nicht vorstellen, dass ich zwei Klos bauen kann mit Abwasser und Zuwasser und Rohre verpressen. Schön, dass du das mit Klo baust. Es liegt alles so nah beieinander. Frischwasser, Abwasser. Hm. Ah ja, krass. Also wir wollten erst nach Berlin ins Krankenhaus, aber ja. Da habe ich mir jetzt auch schon überlegt, dass wir eher nach Neuruppin mal gucken, weil das halt nur 34 Minuten sind statt 1,5 Stunden. Und ich kann mir vorstellen, wenn es dann soweit ist, ist man froh um jeden Kilometer, den man weniger fahren muss. Hauptsache, man kommt pünktlich irgendwo hin. Genau. Kreuzberg für mich war so Freiheit und Anonymität. Du kannst machen, was du willst und keiner verurteilt dich. Das findet man toll hier in einer bestimmten Zeit. Aber ich merke jetzt schon, nach ein paar Minuten freue ich mich wieder, wenn ich wieder rauskomme. Mir ist es einfach zu viel. Das ist gerade eine Phase. Ich glaube, ich bin einfach gerade, ich pflück lieber Tomaten bei mir im Garten und atme saubere Luft und hab den frischen Brandenburger Wind.
deine? Das sind meine. Das sind deine Bücher. Das sind meine Bücher, die habe ich hier rübergeräumt, weil ich ein Zimmer leer geräumt habe drüben. Guck mal, das hier sind übrigens sehr wertvolle Bücher für mich, weil die hat alle meine Oma geschrieben. Die schönsten Sagen des Abendlandes, Morgenlandes, die schönsten Tiersagen der Welt, die schönsten Sagen aus der neuen Welt, aus Amerika. Diese Wohnung müssen wir heute komplett leer machen und jetzt wird sie ganz aufgelöst. Hamlet! Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das nicht kennen. Also gut, Hamlet. Hamlet! Okay, das ist grenzwertig. Das ist echt grenzwertig. Was? Ist zu schwer? Ja, weil... Dann zu viele. Das ist liebe die Digitalisierung, ey. Ja, ja, ja. Mit 48 warst du immer noch umziehen. Nee, geht nicht. Boah. Fährt das Auto los? Also, wenn ich jetzt das Kind wäre, fände ich persönlich es, glaube ich, auch besser, wenn in meinem Ausweis steht, dass ich in Berlin geboren bin. Echt? Als in Neuruppin. Ich glaube, mir wäre das egal. Nee, mir, aber schau mal, dir ist auch nicht egal. Wo bist du geboren? In Heidenheim. Treuchtlingen. In Treuchtlingen. Das findest du jetzt auch nicht so toll. Ja, aber es interessiert doch keinen. Ja, aber ich weiß nicht. Also Neuruppin. Also dich macht das irgendwie total fertig, wenn jemand deinen Pass liest und da steht nicht Berlin drin. Bei mir steht Kiel drin. Das ist immerhin eine Landeshauptstadt. Ja, also mir würde es nichts ausmachen. Und ich glaube, Bela würde das auch nichts ausmachen. Haus L weiter? Am Haus L vorbei. Ja, ja, Haus S. Da ist S. Hier. Und da jetzt hin. Hallo, Nina Kleine. Freut mich. Hallo, diesen Platz. Danke. Und, schon aufgeregt? Ja, sehr. Was stellen Sie sich vor bei der Geburt? Ja, ich habe an eine Wassergeburt gedacht, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch für alles offen. Also ich fahre mich jetzt nicht drauf fest. Wie weit fahren Sie hierher? Ja, wir waren jetzt 45 Minuten unterwegs, ja. Es gibt wahrscheinlich hier viele Leute, die einen weiteren Anfahrtsweg haben, oder? Wenn man sich das Geburtsland Brandenburg ansieht, ist es leider so, dass die weiten Wege bis zu einer Stunde inzwischen normal werden und die kleinen Geburtshilfen schließen doch zunehmend. Das wird ein immer größeres Problem. Das Kind liegt richtigen Weg rum, hat auch schon einen schönen Bezug hier zum kleinen Becken. Das liegt startklar. Welche Woche sind Sie jetzt genau? 31. 31. Ja, besser geht's nicht. Also, gucken Sie sich gleich nochmal mit dem Hebammen den Kaiser an. Mhm. Das erste Baby, ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Das ist alles neu. Da ist man noch ganz gespannt, was auf einen Ruf zukommt. Ja. Und, hier ist das Wasserbecken. Ja. Ah, okay. Genau. Gebärwanne, ja, die eigentlich groß genug ist. Ne? Ja, ja. Also bis jetzt sage ich ja. Ist halt, ist ja ein bisschen wie so ein Urlaub hier. Ja. Es wirkt sehr familiär hier und gemütlich. Man hat nicht das Gefühl, es ist so stressig und viel Gewusel. Ja. Schon, dann wird es Neuruppin, oder? Mhm, ich denke auch. Es
Es hat sich irgendwie über die Tage angedeutet, dass ich immer beim Lehm hochtragen im ersten Stock irgendwie mein rechtes Knie gespürt habe und es immer ordentlich geknackst hat beim Treppelaufen. Und seitdem bin ich komplett immobil. Ich hoffe natürlich, dass es nichts ist, weil das also weder mit der Renovierung gerade passt, noch mit Baby passt. Das wäre also so, das ist eh schon eine Katastrophe. Bei der Überweisung steht Verdacht auf Meniskus. Bitte rechtes Knie MRT machen. Also ja, man weiß ja nicht, vielleicht kommt er früher, vielleicht braucht er länger. Also entweder sind es auch vielleicht noch 2 Wochen oder vielleicht auch sogar noch 4 Wochen. So. Das ist die letzte Dämmplatte in diesem Raum. Das ist das Bad, das zukünftige, wenn es auch noch nicht danach aussieht. Soll es eigentlich in ein paar Tagen schon ein Bad sein? Sollte es eigentlich schon lange, aber es hat nicht funktioniert. So, ist ja nicht die tollste Prognose mit dem Knie, aber ich denke gar nicht mehr so viel drüber nach, ehrlich gesagt, weil ich es eh nicht ändern kann. Also wahrscheinlich sollte ich es richtig ruhig halten, aber dann wird halt das Haus nicht, also dann wird das hier alles nicht fertig. Vicky, Pfote? Hi. Wir werden jetzt 8 Leute, die hier renovieren. Hi, Moin, Stefan. Für die nächste Woche. Also da müssen wir uns schon blöd anstellen, dass wir da jetzt nicht weiterkommen. Ein paar Brotstück lieber. Also ich bin ja auch eigentlich so jemand, der auch mal so ein bisschen Ruhe braucht und so mal sich zurückziehen muss. Ich kann eigentlich jemanden nicht mit so vielen Menschen, also wenn da permanent jemand um dich rum ist. Aber ich nehme jetzt auch die Zeit und ziehe mich halt dann echt mal zurück in irgendeine Ecke hier. Irgendwas, kannst dich hier halt auch irgendwas zurückziehen. Ja, man also findet schon was, aber es ist halt dann schon schöner, wenn es dann halt ein toller Raum wäre mit einem, ja, mit einem Bett oder einem, was halt auch fix ist, wo ich auch meine Sachen habe. Dieses unglaublich schicke Designer-Regal wird die neue Küchenzeile und muss über den Balkon. Wir haben es vor einer Woche versucht, das über das Treppenhaus in den ersten Stock zu bekommen. Hat aber nicht durchgepasst. Jetzt Sigi! Ey, Sigi! Samson, du auch! Ey! Du gehst sofort nach Hause. Sigi, hierher, sofort! Hierher! Samson! Faule Socke! Du bist doch eine Pappnase. Ich hab gesagt, du sollst dir lange Leiter besorgen. Eine, die so schräg hier hochgeht. Ja, aber wir Angst hatten, dann hochschieben. Genau. Und wenn du keine hast, hab ich dir gesagt, sollst du mir Bescheid sagen. Bescheid. Aber als Geländer kannst du keine lehnen. Das drückt ja, komplett davor. Weg. Aber muss jemand das wieder auf. Bitte stellen wir jetzt hier auch. Zieht! Warte, ich komm hoch. 1, 2. Nein, nein, der Hebel ist zu kurz. Wir kommen hier oben nicht drüber mit den Füßen. Alter, voll schön. Komm, lass aus. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Geh los, lass. Zieh mal. Rüber zu dir. Hier rüber. Warte, jetzt kurz klapp halten. Die kriegen wir da. So, jetzt. Rein. Rein. Rein.
Rein! Rein! Geradeaus durchgehen, 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 durchgehen! Okay, stopp, stopp, ablassen, ablassen, ablassen! Mach doch einfach die Ossis, geht schon! Okay, mal ablassen. Wer will einen Schnaps? Alter. Okay, das kann man ja wieder gerade biegen. Also die Leute hier sind alle Gold, die helfen, wo sie können. Wahnsinnig hilfsbereit, wahnsinnig nett, wahnsinnig interessiert, total offen, halten uns für bekloppt, manche, aber auch das finden sie toll. Weil es was Neues bringt. Ja. Kannst du Feuer draus machen? Ja, genau. Dann ist aber der Alkohol weg. Ich muss nicht brennen heute. Es brennt auch so schon genug. Ja, danke, Leute. Wahnsinnsaktion. Haben wir oben. Es wird eine richtig schöne Designerküche. Zum Wohl. Prost. Prost. Zum Wohl. Wie immer. Wir brauchen einen, der Ton anhiebt. Das ist das Problem. Künstler und Macher. Ich finde toll, dass irgendwie die Leute sich so ein Projekt hier auf den Hals reißen. Und einfach sagen, wir haben Bock zu so Nummer, aber das gehen auch nur so eine Leute, weil ich würde sowas nicht machen. Also ich bin 1955 hier mit meinen Eltern eingezogen und habe meine Kindheit und Jugendzeit hier auf dem Hof verbracht. Ja, kulturell ist nicht sehr viel los in Reno und da ist es ja der richtige Ansprechpartner, um mir etwas ins Leben zu bringen. Und wir freuen uns eigentlich darauf. Mr. Moin, Captain Moin, das ist gut. Weiß ich gar nicht, was schlimmer ist. Arbeiten oder das Kind, ist aber ein richtig guter. Wahnsinn, das ist jetzt echt passiert, ne? Dann ist er da und dann so, wow, einfach nur wow. Irgendwie ist er schon das perfekte Familienmitglied. Wir versuchen es uns halt erstmal uns kennenzulernen, so, ja. Und mach es uns schön. Entspannt ist. Sigi, lass den Bela in Ruhe. Sigi, ja, da ist er. Komm, alles dran. Alles gut. Neuruppin war ein tolles Krankenhaus. Die haben sich gut gekümmert. Also das Drumherum war alles super. Nur die Sache an sich muss man jetzt nicht unbedingt haben, aber das gehört halt anscheinend dazu. Ja. Ist schon hin, ne? Naja, weiß nicht. Guck mal auf die Uhr. Stunden. Dann geht ihr futtern, oder? Mhm. Ja, der Kleine muss mal was essen. Also hier ist natürlich nach wie vor Baustelle. An dem Teil hat sich nicht so viel verändert. Hier ist inzwischen Waschbecken, Wasserhahn. Ich habe ein paar Lampen gekauft, die hier aufgehängt werden müssen. Aber das ist alles liegen geblieben, weil ich ja unbedingt Schlafzimmer und Bad fertig kriegen musste. Deswegen geht's hier weiter in meinen ganzen Stolz. Ein funktionierendes, schönes Badezimmer. Ich find's toll. Ja, und unser kleines Nest hier habe ich auf dem allerletzten Drücker noch fertig geschafft. Schöne, kräftige. Hat sich die Nina gewünscht? Mach ich auch.
lecker. Brauch ich. Mats ist ein alter Freund von mir, ein Kollege, ein Arbeitskollege eigentlich. Hat mich in der Notlage gerettet, so kurz vor der Geburt. Der kam praktisch als Turbo-Einspritzmotor. Sodass ich dann nochmal, sonst wäre ich nicht fertig geworden. Also wäre mir richtig gerödelt. Und das hat ihm dann so gut gefallen, weil jetzt natürlich auch wieder alles so angenehm ist und so schön ist, dass man hier toll Urlaub machen kann. Und jetzt werden wir ihn nicht mehr los. Geht er nicht mehr weg. Jetzt kocht er. Das ist natürlich eine große Hilfe auf dem kleinen Gut, den Haus- und Hofkoch zu haben. Und Onkel Matthias. Onkel Matthias. Onkel. Haben wir noch Star Wars Socken? Warte. Nein. Die sind alle in der Wäsche. Alle? Mhm. Bina, du hast keine Star Wars Socken mehr. Ist die Waschmaschine eigentlich wieder angeschlossen? Oh, die schließe ich an. Das mache ich gleich. Sorry. Nee, da ist noch der Gartenschlauch. Man muss sich ja den Alltag so ein bisschen an den Bela anpassen. Also schlafen, kuscheln, essen. Ah, das ist total perfekt jetzt. Jetzt kann man sich zu Hause einigeln und mit dem Ofen ist es dann auch schön, so eine schöne Wärme. Schnuppdiwupp. Da haut man einmal drauf, dann ist alles durch. Letztes Jahr hatte ich noch so eine Holzaxt, da haben wir alle ausgelacht und mir alle gesagt, du brauchst diese finnische Axt. Ja, mit der man dann tatsächlich, habe ich auch festgestellt, sehr leicht Holz hacken kann. Es geht einfach viel leichter als mit meinen romantischen Holzäxten. Kleine Amsel. Ich habe hier schon sehr viel gelernt über Heizen, über Lüften, über wie wichtig es ist, die Nachbarschaft zu kennen. Weil hier wahnsinnig viel über, hier helfen sich alle. Also wenn man sich hier auf die Leute einlässt, dann lassen die sich auch auf einen ein. Also dann freuen die sich total. Und dann kriegst du so viel Hilfe. Nach ihnen, Sigi. Das ist eine Heizung. Also, weiß auch nicht, bis vor 30 Jahren hat auf dem Land, glaube ich, ziemlich viele Menschen nur mit Ofen geheizt. Alter DDR-Ofen, der super heizt. Jetzt heizt tatsächlich dieser eine Ofen, dieses kleine Teil, unser ganzes Haus. Weil wenn man den richtig warm prügelt, dann ist der Schornstein so warm, dass er alle Räume beheizt. Dann demnächst soll noch ein großer wasserführender Ofen, der als Zentralheizung dient, angeschlossen werden. Das dauert aber noch, der steht schon bereit oben und irgendwann kommt dann auch Fernwärme. Er wird ja jetzt jeden Tag so ein bisschen aufmerksamer und ja, man freut sich dann auch schon, wenn man so ein bisschen mehr machen kann auch. Wir wollen so einen Babyschwimmkurs machen. Oder Babyschwimmen heißt es, ne? Ja. Das gibt's halt hier bei uns in Reno nicht. Da gibt's eigentlich so. Hier gibt's auch kein Schwimmbad. Hier gibt's eigentlich gar nichts. Also man muss schon weiter. Also es gibt hier wohl Familien, die Kinder haben. Aber die haben wir jetzt noch nicht getroffen. Es macht Spaß zuzugucken. Ich habe auch gerade die Zeit. Was gut ist und nicht so gut ist, weil wir sind beide selbstständig. Nina arbeitet nicht, ich sollte arbeiten, habe aber keine Arbeit gerade. Insofern bin ich zu Hause, kann dem Kleinen beim Wachsen zugucken. Ich
ich finde auch, dass alles gerade so passt mit dem Haus und so. Klar, es ist nicht perfekt, aber es wird ja alles. Ich würde sagen, wir sind einfach nur gerade richtig glücklich, ja.